Yo! Hi, hallo YouTube! Willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Super Mario Odyssey Let's Plays. In der letzten Episode sind wir erfolgreich die restlichen Kronkorken, wollte ich gerade schon sagen, die restlichen Korken generell abgelaufen und haben damit wieder das Wasser aktiviert, haben unseren Oktopus-Freund von seinem Thron gestoßen, der jetzt da unten ordentlich sauer auf uns wartet und anscheinend einen ordentlichen Bosskampf mit uns erledigen möchte. Die Musik ist bad und evil und ich glaube, wir haben hier einiges zu tun hier gerade. Und sobald wir hier runterspringen von unserem Leuchtturm, sind wir, glaube ich, aus der sicheren Zone raus. Ich lasse mich überraschen, was da unten auf uns wartet und ich würde sagen, wir verprügeln jetzt mal Oktopus. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Suchen wir uns erstmal irgendeine Stelle, wo wir irgendwas machen können. Wie wär's mit... Wir gehen hier runter. Alright, sehr schön. Und wir capturen dich hier. Ich weiß noch nicht genau, wie wir den Typen angehen sollen. Woo! Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Sein Kopf sieht genauso aus wie das Lava-Zeug, was wir da oben gelöscht haben schon mal. Vielleicht ist es indirekt unsere Aufgabe, woo, dem Typen auf den Kopf zu fliegen und sein Feuer zu löschen. Versuchen wir es einfach mal. Oh shit, wir haben kein Fuel mehr. Let's go! Das ist schwerer, als es aussieht. Aber es macht Damage, glaube ich. Und genau das ist das, was wir wollen. Ba, 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 ba. Also gut. Sehr schön. Es scheint zu funktionieren. Mein Plan geht auf. Ob wir jetzt immer noch Schaden machen können. Obwohl der Kollege kein Feuer mehr auf dem Kopf hat. Das ist die große Frage. Aber ich versuche es natürlich weiterhin. Gehen wir mal da hin und fliegen dem Typen hinterher. Wow, 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 wow. Der spuckt ja jetzt auf einem Next Level Shit. Krieg dich schon noch, keine Panik. Komm immer näher, mein Freund. Boah, wie schnell der sich auf einmal bewegt, der Arsch. Get wrecked. Brauch neues Wasser. Neuen Tank, bitte. Lach nicht so dreckig, ich krieg dich auch noch. Oh Gott, er schießt neue Dinger. Ah, aber die Dinger geben anscheinend Herzen. Get wrecked. Perfekt, sagt er. Und ich hole mir mal ganz schnell neues Fuel, neues Wasser. Unsere neue Munition. Ich glaube, solange wir spinnen, können wir ihm nichts anhaben. Das heißt, wir chillen so lange hier oben im Wasser. Ja, genau. Und jetzt gehen wir da wieder hin und verprügeln den Kollegen. Ich bin schon fast da, mein Freund. Schon fast da. Episch ausgewischen. Und nochmal weg hier. Nochmal Energie. Wir können einfach auf dem Wasser auf ihn zuschwimmen. Dadurch verlieren wir ja kein Fuel, während wir auf ihn zuschwimmen. Das ist eine geile Idee. Oh, der ist verdammt flott auf einmal. Finisher mit der Arschbombe. Mit der Stampfattacke. Sehr schön. Yo, der ist explodiert. Der Dickkopf ist explodiert, ey. Und wir sind da reingeflogen. Ins Wasser, oder wie? Und die Fontänen funktionieren... Fontänen, ja. Funktionieren wieder. Wir haben wieder ein neues Wasser geschaffen für diesen super tollen Trinkwasserspaß hier. Ich habe vergessen, wie genau das Wasser hieß. Edelwasser, glaube ich. Ein Multimund für dich. Das Glas ist halb voll. Hieß die Quest nicht... Ja, die Quest hieß, das Glas ist halb leer und der Mund hieß, es halb voll. Genau die Anspielung, die ich vor 2 Episoden gemacht habe. Ey! Sehr schön. Das ist echt ein schönes Bild gerade. Ist das ein famoser Sonnenuntergang? Und mit den Fontänen und dem Edelwasser sogar noch schöner. Aber Bowser scheint sich gar nicht mehr in diesem Land aufzuhalten. Wir müssen ihm hinterher. Ey. Da oben sehe ich noch einen Mond, glaube ich.
Stellt das Finden für Powermonden für dich ein Rätsel? Gebe ich... Nein. Wir haben so viele Powermonde, wir können schon lange weitergehen. Wir haben 2, 4, 6, 8 mehr, als wir brauchen. Und hier sind immer noch neue Sachen, die wir machen können. Wir haben endlich genug Monde beisammen, alles klar. In diesem Raum der in diesem Raum versteckte Schatz ist dermaßen gut versteckt, dass er... Was? Dass dir bei der Suche... Du musst den Boden unter den Großaufmerksamkeit fühlen. Das war einfach. Das war sehr einfach. Ein Mond für dich. Vibration in der Unterwasserhöhle. Ich spüre aber immer noch Vibration. Wieso vibriert es immer noch? Keine Ahnung, warum es hier immer noch vibriert. Die Stelle war auf jeden Fall die, wo es am stärksten vibriert hat, wo der Mond war, von daher. Easy peasy. Was ich geil finde, ist, dass nachdem man die Bosse besiegt hat, die Geschichte nochmal weitergeht, beziehungsweise sich die Maps nochmal erweitern. Und erweiterte Maps sind immer geil, aufgrund der Tatsache, weil man dann noch mehr Monde sammeln kann. Das einzige Problem daran ist, wenn man immer zuerst die ganzen... Huch. Ah, okay. Das einzige Problem, was ich gerade sagen wollte, daran, wenn man immer zuerst die Dings macht, wie heißt es? Die Monde sammelt, bevor man die Bosse macht, ist, dass wenn die Bosse besiegt sind und die Map sich erweitert, man nochmal die ganze Map absuchen muss im Großen und Ganzen. Weil an den Stellen, wo man schon mal war, nochmal neue Eingänge, wie zum Beispiel die Röhre da gerade gekommen sind. Das heißt, man muss im Großen und Ganzen jede Map zweimal absuchen. Das heißt, eigentlich wäre es schlauer, erstmal nur die Bosse zu machen und dann nach den Bossen hinzugehen und dann nochmal die Map komplett abzusuchen. Dann findet man erstens die, die sowieso schon da sind, und zum zweiten findet man dann auch dadurch die, die erst nach dem Boss kommen. Hallo? Geht doch, danke. Wobei ich mir nie ganz sicher bin, ob nicht eventuell auch ein paar Alternativmonde dadurch verschwinden können. Und das Risiko will man halt nie eingehen. Oder ich will das zumindest nicht eingehen. Da oben ist eine Türe oder so. Wie soll ich denn da hochkommen? Weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Plan, wie ich da wirklich hinkommen soll. Naja, was soll's. Oh, hier ist noch eine Höhle. Eine kleine Unterwasserhöhle. Woo! Da sind noch mehr. Den Cheep-Cheep übernehme ich gerne. Keine Atemprobleme mehr, keine Luftprobleme mehr haben. Und sich dann hier nochmal ganz kurz umgucken. Ah, ich wollte ihn gerade übernehmen. Den Arsch. Und let's go. Da oben war der Mond. Zumindest den hier wollte ich mir noch holen. Weil den habe ich nämlich eben schon aus dem Augenwinkel gesehen. Grüß dich, Dori. Oder Dori. Dori, Dori. Warte, hier sind zwei von denen? Okay. Interessant. Oh wow, sind hier viele Löcher in dem Ding. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wie viele Löcher hier in dem Felsen sind. Oder sind die jetzt gerade erst neu gekommen? Durch den Kampf eben. Würde mich gar nicht wundern, wenn ich die eben einfach nur übersehen hätte, ehrlich gesagt. Aber vielleicht sind die Teile ja schon was länger hier. Ich brauche einen Cheep-Cheep. Komm mal her. Bischi! Komm zurück zu mir. Sehr gut. Sind hier noch mehr interessante Sachen in den Löchern drin? Und Ringe sind hier noch drin. Jetzt aber nicht sonderlich interessant. Da ist noch ein Mond. Wir haben jetzt schon mehr als doppelt so viele Monde gefunden, wie wir eigentlich brauchen. Let's go. Merci, Dori. Und hier, das Ding leuchtet immer noch.
oder schon wieder. Was hatten wir eigentlich schon mal gesammelt, von daher. Ja, ja, den hatten wir schon. Den hatten wir schon, meine Freunde. Weiter geht's und ich würde mal sagen, wir schwimmen jetzt erstmal hier lang. Und dann da unten gleich mal in den Haupteingang rein, sobald wir hier einmal Luft geholt haben. Da ist noch ein Rätsel. Ich sehe es. Da unten ist auch noch eine Unterwasserhöhle. Wir müssen da so schnell wirklich rüberkommen, ohne... Wie kann man schneller schwimmen? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das schneller schwimmen geht. Wie geht das mit dem schneller Schwimmen noch gleich? Wie konnte man nochmal schneller schwimmen? Man konnte irgendwie beschleunigt schwimmen, da bin ich mir ganz sicher. Weg mit dir, Cheep Cheep. Na komm, lass mich das Ding übernehmen von hier aus schon. Ach, come on. Geht doch. Oh, jetzt bin ich direkt daneben, oder was? Nee, so wird's auf jeden Fall nichts. Ich weiß nicht, wie man schnell schwimmen kann in dem Spiel. Ich muss mal ganz kurz Luft holen. Und der Cheep Cheep wird mir dabei helfen. Nee, das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie man schnell schwimmen kann in dem Spiel. Das habe ich, glaube ich, mal irgendwo auf einer Anleitung gelesen. In so einem Tooltip. Aber wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Lassen wir halt den einen Mond erstmal aus. Wir wissen, wo der ist. Ja, wir wissen aber auch, wo viele andere Monde sind, die wir schon mal gefunden hatten. Die wir nicht mitgenommen hatten. Ah, hier unten waren wir, glaube ich, schon mal. Das war doch hier die Höhle mit der Abkürzung, oder nicht? Ja, das war die Höhle mit der Abkürzung. Fuck, wir haben nicht genug Luft, um hier lebend rauszukommen, wenn wir es so weitermachen. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Und auch hier würde ich gerne wieder schneller schwimmen können. Fuck. Cheep, cheep. Komm zu mir. Ah, ne, wir nehmen einfach den hier. Hallo? Die Cappy hat 30 Mal getroffen. Okay. Halt. Wir wollen da runterschwimmen, würde ich sagen. Nehme ich einmal hier unten umsehen. Waren wir schon mal? Ich kann mich nicht daran erinnern, hier schon mal gewesen zu sein. Ah doch, hier waren wir schon mal. Das ist genau unter dem Boss gewesen praktisch. Mhm, nice. Pff, voll in die Fresse. Komm mal her. Leih mir mal deine Power. Fuck, wir sind ausgetrocknet. Shit, 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 shit. Lass mich Zeug ins Wasser. Let's go. Die Frage ist, kann ich vielleicht mit dem Wasserstrahl da hochfliegen? Das wäre eine interessante Sache. Gehen wir mal Vollgas. Irgendwie ist das Fliegen mit den Oktopusteilen voll geil. Nein, irgendwie wollen die mich nicht tragen, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht tragen die mich ja so mit. Hallo? Ich kann da nicht mal durchschwimmen, richtig. Vielleicht ja ohne. Oh ja, ohne nehmen sie mich mit. Ohne Verwandlung. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal sehen, was da unten noch so schönes ist. Ich kann etwas von der anderen Seite des Gemäldes sehen. Oder auf der anderen Seite besser gesagt sehen. Okay. Weil wir können in Gemälde rein. So wie damals in 64. What? Was ist das für eine Videosequenz? What? Wir sind im Kaskadenland? Und wir haben den Mond. Geheimer Pfad zu den Fossilfällen. Immerhin wissen wir jetzt, wie wir hier hinkommen. Das bedeutet Insel der Lüfte. Wir sind wieder hier drüben. Wait. Ist das eine Erklärung unter anderem dafür, wie man... an die verschiedenen Orte kommt, wie zum Beispiel... Oh, die Odyssey ist auch hier, cool.
wie man an die anderen Orte kommt, wie zum Beispiel halt auf diese hochgelegenen Orte, wo man sonst nicht hinkommt oder nicht hin wüsste. Könnten hier hineingehen. Wollen wir das? Nein, wollen wir aber nicht unbedingt. Holy shit. Das war gerade richtig, richtig dope. Wo haben wir denn noch den Stern? Den hier haben wir, den Mond meine ich. Den hier haben wir auf jeden Fall schon gesammelt. Ba, ba, ba. Ich glaube, das war auch der hier ganz oben war, wo man sonst nicht hingekommen ist. Okay, dann fliegen wir mal wieder zurück. Ich will die Animation nochmal sehen, falls ich die nochmal sehen darf. Jap, man darf sie nochmal sehen. Auf geht's! Oh, Moment, mir fällt gerade was ein. Wir müssen nochmal zurück in die andere Welt rüber. Wir müssen nochmal ganz, ganz kurz zurück, Leute, in die andere Welt rüber. Sorry, dass ich jetzt nochmal hin und her porten muss. Einmal hier runter und dann nochmal hier drauf, bitte. Hinein, diesmal skippe ich die Animation, aber keine Panik. Skip, 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 skip. Und einmal hier rüber, bitte. Da war doch noch ein Bild unten am Wasserfall, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht ist das ja jetzt auch aktiviert und freigeschaltet. Das wäre dope. Woo! Let's go, meine Freunde, let's go. Wow, wow, wow. Nope, das Bild ist immer noch deaktiviert. Warum? Wie laut der Wasserfall ist, holy shit. Okay, schon besser. Schon viel besser. Ich habe meinen Sound ein kleines bisschen leiser gemacht, weil ich meine eigenen Gedanken nicht hören konnte. Na gut, dann wollen wir mal weiter, ne? Wir können auch von hier aus weiterfahren, denke ich mir mal. Oh, wir haben nur den einen Powermond uns zugefügt. Das heißt, wir bekommen nur 116. Aber wir können auf jeden Fall weiterfahren. In ein anderes Land, definitiv. Bringen wir uns mal wieder hier zum Küstenland. Und dann im Küstenland können wir weiterfliegen mit unseren anderen, ich weiß nicht wie vielen Monden. Ich skippe die Sequenz mal ganz kurz. Weil, die kennen wir schon. Ja, das können wir auch skippen. Wir fliegen jetzt einfach nur rüber. Nein, wir wollen keine Stampfattacke von dir lernen. Aber hier bitte rüberfliegen mit der Odyssey. Auf geht's, ab geht's. Die Sachen haben alle schon mal gesehen. Sonst könnten wir sie nicht überskippen. Ey, wir sind angekommen. Können wir jetzt hier unsere, keine Ahnung, 20, 21 Monde eintauschen? Du benötigst 10 Monde. Ja, wir haben 21 Stück, meine Freunde. Mehr als das Doppelte. Das sollte eigentlich reichen, um uns auf jeden Fall weiter zu katapultieren. Da oben ist noch ein Powermond. Shit, den habe ich übersehen. Wie komme ich denn da hoch? Die Odyssey ist leistungsfähiger. Sehr schön. Ich weiß nicht gerade auf Anhieb, wie ich da hochkommen sollte. Naja, ist ja auch egal. Wir sind leistungsfähiger, wir können weiter. Der Grund, warum ich mehr sammle, als wir eigentlich brauchen, ist, weil ich das Gefühl habe, wir brauchen das später. Wir können zwar immer mit der mindesten Mondanzahl weiterfliegen, theoretisch, indem wir meistens eigentlich nur die Hauptquest und die Hauptgeschichte des Spiels spielen, aber gleichzeitig habe ich halt das Gefühl, dass wir nachher im Bowser-Kampf, so wie es bei den anderen Mario-Spielen war, auch mehr Monde brauchen generell, um in diese Festung oder um in dieses Level reinzukommen. Deswegen sammle ich ein paar extra Monde gerade. Ob das gebraucht wird am Ende, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Außerdem macht es Spaß, die Monde zu sehen, die Maps so ein bisschen zu erkunden, etc. Jetzt können wir ins Polarland reisen. Mach dich auf was gefasst, Bowser. Polarland auswählen, wollen wir da mal hin. Die Sequenzen skippen wir nicht, können wir auch nicht skippen, weil die neu sind. Sehr schön. Das Segel von der Odyssey wird irgendwann ein kompletter Ball, oder? Sieht zumindest so aus. Aber wie steuert die Odyssey dann, wenn sie ein kompletter Ball hat? Oder ein kompletter Ball ist? Wahrscheinlich mit dem Getriebe. Whatever. Bowser will also eine Rede halten und sie mit Edelwasser begießen? Edelwasser. Okay, dafür braucht ihr das Edelwasser also. Scheint, als käme mit den Vorbereitungen voran. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Hechtsprung. Wenn du richtig weit springen oder noch schneller als beim normalen Rennen... Was?
also noch schneller als beim normalen Rennen sein möchtest, dann renn, duck dich und spring. Du machst einen Hechtsprung und hüpfst davon. Das kennen wir aber schon. Nächster Stopp, Polarland. Brrr, das sieht aber echt kalt aus. Und die Rennen dort, was? Die Rennen dort sollen sehr beliebt sein. Und der Preis ist eine Zuckergusstorte. Was macht eine Zuckergusstorte im Polarland, im Eisland? Das macht wenig Sinn. Ja, okay, nevermind. Ich nehme das macht wenig Sinn zurück, sofort. Ich bereue, das gesagt zu haben. Wahrscheinlich ist das Polarland eine Art Kühlschrank für die Torte. Gar nicht mal so dämlich. Polarland. Schlotterkomben. Oh shit, hier sieht's aber echt nicht gemütlich aus. Da muss ich Cappy recht geben. Geschenk vom Tortendieb. Okay. Ich sehe schon den ersten Mond da unten und unsere erste Quest. Und ich kann nicht allzu weit sehen generell. Brrr, es ist eiskalt. Wir sollten besser in die Puschen kommen. Wenn du das sagst, dann ist das so. Okay, das sind einfach nur Münzen. Oh, shit! Okay, wir können da runter. Was ist das hier? Ein Holzding, was einen Windstoß auslöst, um wieder hochzukommen. Dope! I take it. Let's go. Oh Gott, das Scheißzeug geht unter. Und man rutscht da drauf auch noch. Bam. Aber man hätte auch einfach hier lang gehen können, okay. Halt dich doch fest. Wozu mache ich denn den Scheiß? Geht doch. Na, geht doch. Aber wir hätten auch hier lang gehen können. Naja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ihr wisst ja, wie es läuft. Gut, dann wollen wir erstmal hier sehen, was es hier noch... shit! Was es hier noch zu tun gibt, wollte ich gerade sagen. Aber, ja. Ho, wer seid ihr denn? Schlotterkompensiedlung. Hast du uns erschreckt. Willkommen in der Schlotterkompen? Okay. Wir sind derzeit alle ein bisschen angespannt. Ja, das kann man sehen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Bild, ja? Foto von Hinweis Kunst schießen. Was hat es damit auf sich? Ist da jetzt noch ein neuer Mond hingekommen? Du gehst schon? Na gut, dann tschüss. Oh, hier haben wir Schneedinger als Münzen. Sehr geil. 4 von 50 haben wir schon. Oder erst besser gesagt. Holy shit, was hat es hiermit auf sich? Ich habe das Gefühl, dass da oben ein Mond ist. Und wenn wir die Kisten umgeschmissen hätten, hätten wir alt ausgesehen, um an den Mond ranzukommen. Nice, ein Mond für uns. Die haben wir alle geplättet. Auf eine heftige Art und Weise, meine Freunde. Aber ich möchte noch sehen, was da drunter noch ist. Nichts mehr, schade. Hätte ja sein können. Money. Zurück. Wollen wir mal weitergehen? Was haben wir denn sonst noch? Cappy ist hier. Souvenirs. Die Form deines Schnurrbarts ist schon fast hypnotisierend. Okay. Dieses Bowser-Ungeheuer hat die leckere Zuckergusstorte gestohlen, die wir sonst als Preis für den ersten Platz vergeben. Ha, dann hat es den Zugang zur Rennpiste versiegelt. Wir brauchen Powermonde, um wieder reinzukommen. Wie viele Powermonde? Bitte finde schnell die Powermonde. Wie viele brauchen wir denn? Alle, die ich hier gerade brauche? Das ist Bowsers Schiff. Ja, ne? Ich kann nicht glauben, dass unsere Zuckergusstorte weg ist. Unser schöner Preis. Einfach futsch. Mir fehlt die Rennpiste. Okay. Ich arbeite ja schon dran, meine Freunde. Aber ich muss erstmal ganz kurz vorher... Hey. Kann man hier hochklettern? Kann man. Damit kommt man sogar eine Etage weiter hoch. Okay. Oh, shit. Und hier ist das Exclusive Level, wenn man das Outfit hat. Sollte vielleicht echt mal anfangen, mir die Outfits zu besorgen. Wir sammeln hier überall die ganzen Münzen, wissen aber gar nicht, was die Outfits kosten, weil wir uns noch nie darum gekümmert haben. Einmal hier hochklettern, einmal umdrehen und einmal hier rüberspringen. Das gleiche machen wir hier nochmal.
Sehr schön. Und dann noch einmal hier rüber, bitte. Oh shit, hier geht's weiter runter. Den nehme ich mit. Ey, let's go. Ein Mond für dich. Glitzern im Siedlungsschnee. Warte, hier ist noch eine Höhle, oder? Nee, hier ist einfach nur eine Wand. Schade, ich wollte gerade sagen, hier geht's noch weiter. Aber hier geht's nicht mehr weiter. My bad. Okay, hier ist nichts mehr versteckt. Aber hier scheint es noch weiter zu gehen. Weiter nach oben zumindest. Eine Kiste. Und noch ein Mond. Ein Mond für dich. Die Schlotterkompen-Schatztruhe. Was mich aus der Kiste raus? Holy crap. Naja, okay. Jetzt haben wir schon drei Monde. Und das alles hier unten. Mal eben ganz schnell irgendwie hergezaubert. Was haben wir denn jetzt hier noch so? Wie viele Monde brauchen wir überhaupt, um da reinzukommen? Sagt ihr mir das auch irgendwann, oder? Wie viele brauche ich? Alle, die ich brauche für das Level? Kann es sein, dass ich dann auch gar keine für die Odyssey habe oder benutzen kann? Das wäre natürlich auch was. Dass ich dann umso mehr nachher finden muss. Aber hier sind so viele Wege. Welchen Weg gehen wir denn zuerst? Erstmal den ganz linken Weg. Ah, mal rein hier. Oh shit! Windige Höhle. Na, ich wollte schon sagen, wenn da schon wieder ein Mond wäre, wäre der aber viel zu einfach zu finden gewesen. Gut, weiter geht's. Der will uns wegpusten, der Arsch. Aber das lassen wir nicht mit uns machen. Okay, die Dinger kann man nicht übernehmen. Die Dinger kann man einfach nur... Wow, 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 wow. Kann man die übernehmen? Ah, okay. Dope. Ziemlich rutschig hier. Ich würde gerne hier auf das Holz drauf, an der Seite. Ja, das klappt sogar. Okay. Aber man hat nichts davon. Ich dachte, da oben wäre vielleicht irgendwas drauf oder so. Aber eher weniger. Wobei da oben auf jeden Fall so ein Ding ist. So ein X ist. Vielleicht hätte ich einfach drauf stampfen können oder so, aber wer weiß schon. Merkt mit euch. Ihr macht mir keinen Schaden. Ey, wenn man die alle runtergepustet hat, kann man auch hier rüber gehen. Dann bekommt man den Mond. Sehr schön. Let's go. Wir machen dicken Progress diese Episode. Ba, 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 ba. Ein Mond für dich, das... was? Sturmhindernis, okay. Wenn die alle hier unten zu kriegen sind in den ganzen Türen, wäre das natürlich ziemlich dope. Oh, okay, ich sehe schon. Dadurch, dass wir die ganzen Level mit den Türen machen, öffnen sich diese Wege immer mehr. Das macht natürlich jetzt Sinn. Die Macht des Powermondes wird die Hindernisse öffnen. Okay, aber ich würde sagen, dann ist hier ein guter Spot, um die heutige Episode zu beenden. Wir machen die nächsten Türen in der nächsten Episode. Speichern wir mal unser Spiel, damit wir keine Daten verlieren und hier später weitermachen können. Und wenn euch die heutige Episode gefallen hat, lasst mir ein Like da, Leute. Einen Daumen nach oben. Hilft enorm. Alternativ könnt ihr jederzeit zum Kanal abonnieren, damit ihr keinen zukünftigen Content mehr verpasst. Und ich bin raus. Wünsche euch noch einen super tollen Tag. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.